Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal haben wir den Kami des Windes geehrt. Der Schrein ganz in der Nähe von der Festung von Yarikawa. Und wir haben da sogar einen Talisman bekommen, der Verhältnisse... Entschuldigung. Der kam gerade unerwartet. Kennt ihr das, wenn man sich an eigenen Spucke verschluckt? Der kam echt überraschend, Alter. Der Move. So. Jetzt aber nochmal Verzeihung erstmal an der Stelle. Ja, wir hatten einen Talisman bekommen, mit dem man mit den Schwarzpulverbomben Gegner in Brand stecken kann, also das sowieso. Aber dieser Schaden sich auch ausbreitet auf nahegelegene Gegner. Makes sense. Das ist tatsächlich mal etwas, wo ich sage, jo, könnte man, sofern man das Ziel verfolgt, mit Talisman noch mehr zu wandern oder das Spiel, sag ich mal, zu unterstützen. Go for it. Kann man machen. Ist nicht komplett abwegig. Nachdem wir das gemacht haben, sind wir mit Nobu zusammen zur Umugi-Bucht geritten. Weil dort gab es noch eine weitere Nebenquest von der Fürstin Sanjo. Wir haben uns mal angehört, was genau sie will. Und ihr hat man eine Karte geklaut, die zur Versorgung unterschiedlicher Lager führt. Also für die Wege zu den Lagern hin und also diesen Handelsrouten. So, das ist das Wort. Um die Leute mit Nahrung, Medizin, mit Klamotten zu versorgen, mit dem ganzen großen Drum und Dran. Wir haben auch schon einen Ort, wir sind da fast hingeritten. Kurz davor sind wir stehen geblieben und genau da machen wir jetzt weiter. Bei dem Drei-Wege-Quell. Hier sollten wir quasi hinreiten. Ich mache nochmal das Mikrofon ein bisschen näher ran. So. Dann schauen wir einfach mal. Das ist der Drei-Wege-Quell. Doch wo ist die Spelunke? An die Quest kann ich mich noch einigermaßen erinnern. Und... ja, der Quell, dieser wahrscheinlich schon stillgelegte Brunnen, den sehen wir hier. Aber... hier haben wir noch ein bisschen Eibenholz. Wir sind höchstwahrscheinlich auch nicht der Einzige, der diese Karte versucht in seinen Besitz zu bringen. Wo dies wohl hinführt. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wohin. Ich bin sogar der Meinung, hier waren wir mit Sensei Ishikawa. Schon mal in der Nähe zumindest. So, da ist... also, ich sag mal so, nach einer Spelunke sieht es jetzt nicht aus. Es könnte auch was sein, was in der Nähe von Totuga irgendwo steht. Das muss die Spelunke sein. Dort verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Normalerweise könnte ich auf den Rücken von Nobu steigen, aber das will das Spiel ja nicht. Aber wir haben ja den Greifhaken von Taka. Servus. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich
für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Ronin also, ja. Und die kümmern wir uns gleich. Gut, das Leder nehmen wir natürlich auch noch mit. Theoretisch, wenn es danach ginge, ey, Pfeil und Bogen und dann gib ihm. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Vorsicht vor seinem Schwert! Ja, Vorsicht vor den Kugels, Alter. Ja, was los, ne? Bis du da bist, Junge, ist Weihnachten. Einer der drei muss die Karte haben. Hier ist sie. Fürstin Sanjos Fächer. Eine Karte, die als Fächer getarnt ist, auch sehr interessant. Die Karte markiert die Standorte von Lebensmittellagern, mit denen Fürstin Sanjo die Menschen von Toyotama ernährt. Man sieht und merkt also, von der Umugi-Bucht geht definitiv mehr aus, als man ursprünglich glaubt. Hat er hier noch was zu quatschen oder nicht? Kehrt heim. Hab Dank, mein Herr. Okay. Mach's es gut. Alles klar, dann geht es jetzt wieder zurück. Da sind ja schon die nächsten Strohhüte unterwegs. Naja, ich will mir den Spaß jetzt nicht entgehen lassen, so vom Ding. Bogenschütze! Er ist hier! Er ist hier! Auf ihn! Verdienen wir uns den Lohn! Na ja gut, der war ein bisschen. Der war mies, muss ich sagen. Nee, 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 nee. Jetzt stirbst du! Du zuerst. Ich lieber sagen sollen, nach euch. Gut, Nobu, jetzt aber auf die zwei, drei Mongolen da hinten können wir jetzt auch verzichten. Die Strohhüte sind, was das angeht, im Nahkampf deutlich gefährlicher. Auch wenn wir gut Schaden austeilen können mit unserem Katana, aber da ist Vorsicht immer noch geboten. Und ich denke, das wird sich ohne jenen. Ganz hinten in der Ferne sieht man noch die großen Rauchschwaden aufsteigen von der Schmiede Komatsus auf der Insel Itsuhara. Ich finde das auch mit der Weitsicht in Ghost of Tsushima immer noch eins mit der geilsten Features. So, es gibt, boah, ich weiß gar nicht, es gibt unzählige Spiele, bei denen man sehen kann, hier wohin man gehen könnte, aber das Spiel lässt einen nicht. Aber hier, alles was du in der Ferne siehst, kannst du auch bereisen. Und das war knapp, gebe ich zu. Ihr habt euch ja schon wieder dahingestellt.
Ein letztes Mal und dann hoffentlich seid ihr weg. So. Tu ich nicht. Oh, Hallöchen. Hey, 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 hey. Gib's auf. Wir haben zwar jetzt keine Pfeile mehr, aber das war's mir wert. So, mal gucken, was die Fürstin so dann, ja, für uns bereithält. Oder was sie uns so für nette Worte mit auf den Weg gibt. Aber Nobu, du musst draußen warten. Bin gleich wieder zurück. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Nein, danke. Die Umugi-Bucht ist wahrscheinlich auch einer der letzten Orte auf der Insel. Okay, ich sag gleich weiter. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Ja, es ist ja immer noch so ein bisschen Zweifel, der da so mitschwingt, aber im Endeffekt Jin steht zu seinem Wort und er wird sich, denke ich mal, da raushalten. Talisman der Schatten. Ein Tarn-Talisman. Auch geil, wie sie den hier einfach so... Ja. Einfach stehen lässt. Als Mahnmal. Erinnert mich ein bisschen an die Urukai damals. Auch ganz lustig. Oder was wir mit den, ich glaube, Mushi-Brüdern? Oder... Irgendwas mit M. All meine Waren sind nützlich. Da hatten wir ja auch die Köpfe aufgespießt. Als eine Nachricht. Nein, aber was ich sagen wollte, die Umugi-Bucht ist einer der letzten Orte, höchstwahrscheinlich auf der gesamten Insel, wo die Strohhüte noch tatsächlich zu was zu gebrauchen sind. Nummer 7 und hier war Nummer 6, ne? Okay, das heißt, wir müssen nach Ozuna, ja. Zum Rand der Ozuna-Präfektur. Ah, es waren die Musashi-Brüder, glaube ich. Das war's, ne? Warte mal, wo waren das Gehöft? Ah, nee, Mamushi, das ist es gewesen. Ich wusste, es war irgendwas mit M und na, in die Richtung ging es ja auch quasi. Dann macht es gut, Leute. Haltet die Stellung. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Alles klar. Dann geht es nun nordwärts. An den Rand von Ozuna. Aber wieder ein bisschen Strecke, was wir hier zwischen uns bringen müssen. Aber dann sind wir wenigstens auch in diesem Gebiet so gut wie durch. Und das, was dann auf uns zukommt, ist jetzt nicht mehr so quasi Backtracking oder etwas, was ich quasi storytechnisch jetzt hinauszögern wollte, sondern dann machen wir dort chronologisch so weiter, wie es sein soll.
raus aus der moosigen und dann doch schon sehr sumpfigen Landschaft und hin zu den größeren Wäldern. Und wer weiß, vielleicht treten wir ja noch der einen oder anderen mongolischen Patrouille auf den Schlips. Hier hatten wir noch das ernste Gespräch mit Kenji gehabt. Wow. Was ist denn hier passiert? War das damals schon so? Ich glaube nicht. Vor ihm Meister hinten. Hier waren aber auch ein paar Leute fleißig. Also die Belagerungsmaschine, ich müsste mich schon sehr täuschen, aber die stand doch hier damals nicht. Leider können wir auch nichts damit machen. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht kann man das Ding abfackeln. Ha. Das ist mir neu. Okay, aber solange sie nicht in Benutzung ist, schadet sie auch keinem. Ach, Hallöchen. Zieht eure Klingen! So, was sagt mein Reaktionsvermögen? Das ist Samurai! Was dient Samurai? Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Und auch in dem Fall lasse ich den Adler fliegen. Er hat mich nicht angegriffen, er hat mir nichts getan. Passt also. Also bei den Duellen war ich echt mal besser. Auf geht's. Hier kommt auch schon das dicht bewaldete Gebiet, wo wir jetzt erstmal durchgaloppieren müssten. Es sei denn, wir werden noch irgendwie aufgehalten. Vorbei an den abhängenden Dudes. Vorbei an Ichis Gasthaus. Und hauptsächlich eigentlich jetzt nur noch an der Küste entlang. Einfach nur geradezu. Was ich bei Tsushima auch geil finde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte oder nicht. Also wenn, dann muss es schon etwas länger her sein. Dass man hier so gut wie komplett ohne HUD auskommt. Hat er da gerade ernsthaft geteepost, Alter? Habt ihr das auch gesehen? Ja, da war er wieder schneller. Aber das heißt ja noch nichts. Jetzt heißt es was. Ich habe gerade ernsthaft gedacht, die Leute haben da irgendwen als Geisel genommen. Aber ihr habt das auch gesehen, oder nicht? Das habe ich mir bestimmt nicht eingebildet.
Komm, ich will das jetzt mal versuchen. Der Typ hat ja irgendwas gerade ausgebuddelt. Ja, ich glaube es wahrscheinlich auch bald. Ja, also ich glaube, ich werde das heute nicht mehr hinkriegen mit den Duellen. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Aber diese Geist-Kampfhaltung, die würde ich trotzdem ganz gerne noch auf die maximale Stufe bringen. Weil höchstwahrscheinlich das nächste Duell, was ich zumindest auf der Karte markiert hatte, zwecks den Strohhüten. Das wäre doch mal interessant zu wissen, wie ein solcher Kampf quasi vonstatten ginge, wenn man denn die Geist-Kampfhaltung zu dem Zeitpunkt dann auch parat hat. Geht halt auch nur, wenn man dann wirklich keinen Schlag abkriegt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Hey, ganz ruhig. Oh shit, ich hab schon einen Hund gehört. Nein, das sind mir zu viele Wauzis. Nein! Okay, das hat noch funktioniert. Ich will jetzt nicht von einem davon getroffen werden. Das Risiko ist mir echt zu groß. Für das Duell soll ich nicht getroffen werden. Erstmal selber zu. Ist auch ganz geil. Oh shit, da war ja noch einer. Okay. Gut, also die Geistkampfhaltung haben wir schon mal. Aber kennt ihr das? Je näher man an einem Ziel kommt, desto unvorsichtiger wird man quasi. Oder desto leichter wird man verleitet zu Fehlern, die man normalerweise nicht machen würde. Ist es denn noch? Na gut, das Stück müssen wir noch. Aber ob wir komplett rüber müssten? Oder wir kommen von hier aus irgendwie nach unten? Das werden wir gleich sehen. Ah, okay. Wir können uns den Weg nach unten erleichtern. Ganz sachte jetzt. Noch ein Stück nach unten. So, haben wir. Hier unten befindet sich nämlich ein weiterer Duellring.
Ein weiterer Strohhut, der auf uns wartet. Einer jener Menschen, die wir besiegen müssen, um Kojiro irgendwann entgegentreten zu können. Knapp 3 Minuten haben wir noch. Wir können das mal angehen. Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Du hast ja auch einen geilen Ort ausgesucht, muss ich schon sagen. Aber ein bisschen nass. Duell unter fallendem Wasser. Oh, ich finde das mit dem Umhang, ne, einfach so krank stylisch geil. Und wir werden ihm gleich mal zeigen, was so in uns steckt. War jetzt nicht darauf bedacht tatsächlich. Kann ich denn hier tatsächlich nicht meine Geistfähigkeit einsetzen? Das geht ja tatsächlich nicht. Oh, ist ja lame, Alter. Okay, das war mir nicht bekannt. Ich bin davon ausgegangen, es wäre machbar. Versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Und du verstehst hoffentlich, dass es nur nichts Persönliches ist. Das hat doch schon mal gut gesessen, nur jetzt dürfen wir nicht schlapp machen. Haben wir. Beim zweiten Versuch. Erstmal war ich ja eigentlich davon ausgegangen, dass das mit der Geistfähigkeit klappt, aber nee, anscheinend nicht. Okay. Da geht der Timer. Also das haben wir heute zeitlich hingekriegt. Ja, abgeschlossen. Wir haben das Duell unter fallendem Wasser, wir haben das Duell in den Spinnenlilien, das Duell im ertränkenden Sumpf, Duell der brandenden Wellen und das letzte wäre hier oben, Duell unter Herbstblättern. Und wenn das hier erledigt ist, dann können wir uns später dem Meister aller Klingen stellen, Kojiro. Aber für heute soll es das gewesen sein. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima.